Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin heute hier alleine vorerst, weil ich gerade in Chemnitz bin und Philipp ist in Osnabrück. Und heute ist unser Umzug, also sag ich mal der große Teil. Also die Umzugsfirma kommt in einer halben Stunde ungefähr. Und ich bin jetzt halt hier in der alten Wohnung und morgen geht's weiter, weil heute praktisch nur eingeladen wird und also hier und morgen wird dort ausgeladen. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt so, sag ich mal, das Intro drehen und erstmal sagen, um was es so geht in dem Video. Auf jeden Fall, wenn die fertig sind mit einladen, dann fahre ich hoch nach Osnabrück eben und heute Abend ist dann Philipp auch zu Hause und dann kann er sich auch mal melden im Video. Und ja, mal schauen, ob das jetzt hier irgendwie so etwas chaotisch wird oder nicht. Genau. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und ich hoffe, es wird halbwegs unterhaltsam. Ich meine, es ist ein Umzug, ist jetzt nichts Krasses, aber im Moment ist es halt wirklich so, dass wir viel zu tun haben wegen dem Umzug und so weiter. Und wir zwar Zeit haben, Videos zu schneiden, zum Beispiel bei der Autofahrt und so, wenn man halt einfach nur rumsitzt. Aber so krass Videos drehen, also zum Beispiel irgendwelche Touren, Lost Place Touren oder so, das geht gerade einfach nicht wegen der Zeit. Das könnt ihr euch ja bestimmt vorstellen. Und deswegen dachte ich, nehmen wir euch jetzt halt ein bisschen öfter so vielleicht in unseren Alltag mit. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn es was gibt. Ja, dieses Bild wurde eigentlich schon am Tag jetzt vor dem Umzug aufgenommen. Das war einfach nur, sag ich mal, die Absperrung. Großräumig vor unserem Haus, aber wie ihr hier sehen könnt, hat sich nicht unbedingt jeder daran gehalten. Also dieses eine Auto stand tatsächlich die ganze Zeit dort. Die haben es nicht abschleppen lassen, die haben sich dann davor gestellt, es sah dann ungefähr so aus und dadurch stand der LKW halt die ganze Zeit auf der Straße. Das war dann, wo es losging, also man sieht diesen Anhänger mit dem Möbellift. Den haben die dann bei uns am Fenster angebracht, in der Küche. Und hier, das habe ich dann aus dem Fenster fotografiert, weil da gerade unser riesiger Kühlschrank, den ihr dort so halb eingepackt sehen könnt, ja, durchs Fenster transportiert wurde und ich mir die ganze Zeit voll Sorgen gemacht hatte, ob der überhaupt durchpasst. Aber es ging. Und ja, ihr seht den dort halt jetzt auf dem Möbellift. Genau, das ist dann eigentlich ein Foto von schon danach. Also im Bad hatte ich alles gelagert, was nicht mit in den Umzugswagen sollte. Das ist unser Flur. Man sieht auf dem Boden, dass es unglaublich dreckig ist. Einerseits sind natürlich die Möbelpacker immer mit den Schuhen in der Wohnung hin und her gelaufen. Und andererseits einfach, man findet hinter Möbeln so viel Staub, damit hätte ich nie gerechnet. Die Wohnung ist ja noch nicht gemalert, wie ihr hier sehen könnt, in der Stube. Nein, das ist nicht die Stube, das ist das Schlafzimmer. Da haben wir eine rote Wand und eine Wand noch mit Tapete und die müssen wir noch malen. Genau, und hier sieht man auch den übelsten Staub auf dem Boden, also damit hätte ich nie gerechnet. Dann werden wir dann, wenn wir dort sind, auf jeden Fall nochmal eine große Reinigungsaktion vornehmen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich gestern nichts mehr gefilmt. Ich war todmüde. Wir sind auch erst relativ spät hier angekommen, weil es verkehrsmäßig einfach grausam war. Und ja, jetzt ist früh. Ich habe auch länger geschlafen, als ich wollte. Bin gerade fertig mit Essen und jede Minute könnten eigentlich die Möbelmänner schon kommen. Aber solange die noch nicht da sind, ich gucke hier mal aus dem Fenster, aber ja, solange die halt noch nicht da sind, kann ich euch eigentlich auch nochmal fix die Räume zeigen, die jetzt noch leer sind und teilweise schon gemalert, teilweise noch nicht. Ja, und hier steht auch schon einiges an Ramsch rum, also nicht wundern. Zum Beispiel hier in der Ecke. Wir fangen mal hier hinten an, das ist sozusagen der hinterste Raum. Hier kommt ein Balkon ran, es ist jetzt noch kein Balkon da, da ist erstmal nur ein Gerüst vor der Tür. Der Raum ist an sich nicht breit, aber relativ lang. Und das wird so die Stube. Wir haben jetzt aber auch nicht so viele Stubenmöbel. Also eine Schrankwand und eine Couch. Und das war es eigentlich. Das passt hier rein. Genau, und das ist halt der Raum mit Balkon und direkt im Anschluss an die Küche, wo ich jetzt praktisch hier wieder reingegangen bin. In der Küche haben wir ein bisschen was gemalert, wie ihr hier bei den Fenstern innen sehen könnt, beziehungsweise hier um die Tür herum, weil die war so ein bisschen nach hinten rein versetzt und das fand man irgendwie ganz cool, so als Highlight zu betonen.
Hier in der Stube übrigens wird hier an der Wand noch was gemacht mit so einem ganz hellen Gelb-Grün. Ja, das ist halt die Küche, wie gesagt. Die ist um einiges größer als das Wohnzimmer und das zusammen, also wenn man da die Türen offen lässt, dann ist es ja eigentlich wie so eine Wohnküche. Hier geht's in den Flur. Da ist noch anderer Fußboden, das ist so richtiges Parkett. Müssen wir aufpassen, das quietscht, wenn ich da drauf gehe. Und dann haben wir hier das Kinderzimmer, das ist fertig gemalert. Genau, da haben wir mit Grün und so von der Einrichtung her wird es dann eher weiß und die Deko so hellgrün und bläulich. Hier steht jetzt das Reisebett, das habe ich vollgeräumt mit all unseren Schlafsachen. Also wir haben ja hier so auf Isomatten jetzt geschlafen die letzte Nacht. Genau, hier ist der Flur, da haben wir auch gemalert. Das ist die man sieht, wenn man reinkommt. Das sieht jetzt auf dem Bild dunkler aus, als es in der Realität ist. Das ist so ein schönes, leckeres Orange. Und genauso haben wir eigentlich hier die Eingangstür auch nochmal, also um die Eingangstür herum gemalt. Das ist praktisch, wenn man rausgeht, dass man das dann sieht. Genau, wir haben hier noch ein Bad. Das ist jetzt richtig zugemüllt, wie ihr sehen könnt. Weil er jetzt eigentlich alles hier reinkommt, was noch in der Wohnung irgendwie rumstand, weil hier ins Bad kommen die wenigsten Möbel. Wir haben eigentlich nur einen Waschbeckenunterschrank und ansonsten haben wir noch keine Möbel, die müssen wir erstmal noch kaufen. Ja, und dann ist hier Schlaf- und Arbeitszimmer. Das ist auch noch nicht gemalert. Da kommt hier so in die Ecke was mit schwarzer Tapete und roter Farbe und das dann hier auch in die gegenüberliegende Ecke. Genau, hier hinten steht jetzt nur Fernseher und Drucker, weil das hatten wir halt schon mit hierher genommen in die Wohnung. Weil wir das nicht im Möbelwagen mitgeben wollten. Ich guck mal, ich werde vielleicht heute auch einfach nochmal ein paar Bilder währenddessen machen. Und wenn die wechseln, vielleicht nochmal rumgehen und filmen. Und irgendwann heute kommt Philipp auch von der Arbeit und ist dann auch endlich mal im Video zu sehen. Ja, und ich würde sagen, ich trinke jetzt mal noch meinen Kaffee und dann werden die bestimmt gleich kommen, denke ich. Und ansonsten werden die sich melden. Genau, und ich würde sagen, ich melde mich, wenn es hier was gibt. Beziehungsweise jetzt gibt es wahrscheinlich auch wieder ein paar Bilder und Einblendungen. Kleiner Zwischenstand, unser Kühlschrank ist oben, sonst noch nicht viel in der Küche, aber hier halt die Stube, das habe ich ja schon gezeigt und die haben eine Viertelstunde gebraucht, um den hier durchs Treppenhaus hochzutragen, zu dritt, weil der wiegt ja 130 Kilo, aber er ist da und er hat durchgepasst, da bin ich so froh. Das war eigentlich das schwerste, oder das schwerste Gerät überhaupt. Ja, ansonsten ist schon ein bisschen Kleinkram da, hier drüben zwei Schranktüren. Hier ist auch schon einiges. Ja, wird. So, ich würde sagen, ich sitze auf dem Sofa. Das heißt, das Sofa ist da. Die erste Kiste ist übrigens da. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Eisförmchen. Muffinform. Klingt gut. Das ist zwar eine Küchenkiste, aber es stand kein Aufkleber drauf. Von daher ist jetzt Wurst, wo die steht. Das Wetter ist gerade richtig scheiße. Hier. So, provisorischer Wickeltisch. Stube ist schon wieder voll. Küche ist da. Mir fehlt noch ein Schrank, ne? Da muss ich nachher mal fragen. Ja, und Bad war ja sowieso schon voll, da kam jetzt nur der Schrank und die Pflanze hier dazu. Kleiner Zwischenstand oder Endstand. Ich filme mal hier raus, der LKW ist noch da. Ich habe gerade bezahlt und Möbelmänner sind jetzt weg. So, jetzt auch nochmal von mir herzlich willkommen zu diesem Video. Ich war ja bis jetzt noch nicht wirklich zu sehen, weil ich hatte einfach bei dem ganzen Umzug auf Arbeit bzw. bei der Ausbildung war. Und ja, deswegen war Hannah hier alleine zu Hause, beziehungsweise in Chemnitz und hat auf die Umzugsmenschen aufgepasst und ich war halt nicht da, weil ich nicht da sein konnte. Und ja, aber hat ja trotzdem alles sehr gut geklappt. Und ich kann euch mal schon mal zeigen, es ist auch schon einiges
aufgebaut und ausgepackt. Also jetzt sind wir im Wohnzimmer, da steht die komplette Schrankwand schon und Fernseher ist angeschlossen. Das Allerwichtigste, seit gestern haben wir auch Internet. Ja, also Router steht hier unten, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ja, hier unten stehen Router und Server. Und darum. So. Aber es sind immer noch ganz viele Kisten da. Ja, Küche ist auch schon einiges aufgebaut. Kühlschrank steht. Alle Schränke unten stehen. Waschmaschine und Geschirrspüler stehen. Nur die Hängeschränke fehlen noch. Und Lampe ist noch keine richtige dran. Genau, im Flur gibt es nicht viel, weil der ja nicht groß ist. Da ist ja nur Platz für einen Spiegel oder sowas kommt da hin. Und ja, unser Boden knarrt ein bisschen. Kinderzimmer ist auch schon einiges fertig. Hier hinten ein Regal ist aufgebaut und auch schon ein bisschen eingeräumt sogar. Hier, großer Kleiderschrank ist auch schon aufgebaut. Aber der muss noch ausgerichtet werden, weil ich weiß nicht, ob man das da hinten so sieht. Wie zeige ich euch das jetzt am besten? Auf jeden Fall hier. Wie kriege ich das hin? Hier ist so ein Abstand zwischen Schrank und Wand. Hier oben ist einfach kein Abstand mehr. Das heißt, der ganze Schrank fällt so ins Zimmer rein. Weil die Böden hier aber alle so sind. Und da müssen wir mal noch ein bisschen ausgleichen. Hier unten steht auch noch ein Schrank, der steht auf dem Kopf. Und muss noch irgendwo hin. Bad ist soweit auch fertig und muss nicht mehr viel gemacht werden. Also eigentlich gar nichts mehr. Na doch, ein bisschen einräumen noch. Aber ansonsten ist Bad auch schon fertig. Sieht so aus. Ja gut, jetzt steht hier welche Stände, aber ist egal. Da steht ein Regal. Badewanne mit Dusche. Also mit Duschdings, aber da fehlt noch die Duschwand. Oder Vorhang, je nachdem, müssen wir mal gucken. Ja, und hier ist Schlafzimmer. Unser Regal. Beziehungsweise Kleiderschrank. Schreibtische. Lampe hängt auch schon. Und dahinter ist das Bett. Auf jeden Fall. War das jetzt nur mal ein kleiner kurzer Einblick in unseren Umzug. Ihr habt ja vorher in den vorherigen Videos immer mal unsere alte Wohnung gesehen. So, also wie die Möbel ungefähr standen, was wir für Möbel hatten. Also an den Möbeln hat sich nichts geändert. Ja, aber wir wollten uns halt euch einfach mal mitnehmen ein bisschen und den Umzug zeigen. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja einen Daumen hoch da lassen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonnieren. Ja, und dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und wünschen euch viel Spaß beim nächsten Video.